über eine Kollegin Didi McCall übernehmen ab heute neue Fälle. Der erste ist gleich hochbrisant. Sein Fazit darf ich Ihnen jetzt schon bekannt geben. Wenn man im öffentlichen Leben steht, so wie Hunter, dann sollte man sich niemals den Hass eines populären Fernsehreporters zuziehen. Der kann nämlich übers Medium oft schärfer schießen als der gefährlichste Revolverschütze. Verdirbst dir den Magen, Hunter. Wen haben wir denn da? '65 schwarzer Stingray, diesen Teufelskerl gibt's immer noch. Okay, es gibt einen Mann, der sich selbst Stingray nennt. Und er fährt einen Stingray. Sie halten sich für einen absoluten Superkerl, nicht wahr? Stingray, in wenigen Minuten in Sat.1.